Bundeshausbriefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jeden Freitag im Postfach und als Podcast. Willkommen zum Bundeshausbriefing Nummer 19 vom Nebelspalter. Nächste Woche geht es in Bern um den Strafvollzug, die Gesundheitskosten und das nächste CO2-Gesetz. Abonnieren Sie den Podcast, empfehlen Sie ihn weiter, lassen Sie eine Bewertung da oder schicken Sie mir ein Feedback auf dominik.feusi@nebelspalter.ch. Das würde mich freuen. Was die Woche zu reden gegeben hat. Die Mitte hat ihren Wahlkampf gestartet. Sie sieht sich als Garantin für den Zusammenhalt im Land und Kraft gegen die Polarisierung. Was den Bundesrat angeht, hat der Mitte-Präsident Gerhard Pfister 3 Dogmen durchgegeben. Erstens, die heutige Zusammensetzung vom Bundesrat, die stimme nicht. 4 Sitze für die FDP und SVP sind zu viel, 3 Sitze für Links-Grün allerdings auch. Zweitens, die Mitte wähle niemand ab. So tief sitzt das Trauma von der Abwahl von der Ruth Metzler 2003 immer noch. Und drittens, Wahlen müssten Folgen haben. Der Blick hat dann Gerhard Pfister gefragt, ob das nicht widersprüchlich sei. Seine Antwort? Es ist die Quadratur des Kreises, ja. Meine Beurteilung. Natürlich will sich der Gerhard Pfister alle Optionen offen halten. Die Rechnung, die er macht, ist einfach. Wenn die beiden Pols viel Bundesrat haben, braucht es mehr Sitz für die Mitte. Und ein Druck auf die nur wenig grösseren Konkurrenten SP und vor allem die FDP kann natürlich nicht schaden. Gleichzeitig weiss er, in der Position, einen Bundesratssitz zu fordern, ist er mitnichten. Und in den allermeisten Fällen passiert bei Bundesratswahlen gar nichts. Was nächste Woche aktuell wird. Die Rechtskommission vom Nationalrat diskutiert eine uralte Forderung vom Parlament, dass Verwahrte keinen unbegleiteten Hafturlaub überkommen. Und Jugendliche, die einen Mord begangen haben, die sollen können verwahrt werden, wenn ein Rückfall droht. Die Vorstösse zu dieser Gesetzesrevision stammen von der heutigen SVP-Regierungsrätin Nathalie Rickli aus dem Jahr 2011 und 2013. Der Kontext. Seit dem Mord am Zollikerberg 1993 debattiert die Schweiz über die Justiz. Wie viel Strafe, wie viel Reintegration und insbesondere wie viel Verwahrung braucht es? Das ist umstritten. Regelmäßig passieren Sachen, die nie hätten passieren dürfen. Im Ständerat hat sich vor allem Links und Grün gegen die Vorlage gewehrt. Die Gesetzesänderung ist aber Ausdruck von einem jahrzehntealten Misstrauen von vielen Bürgern gegenüber der Justiz. Zwar gibt es keine absolute Sicherheit, aber Zweifel an der Justiz sind Zweifel am Staat und seiner Funktionsfähigkeit. Die Gesundheitskommission vom Nationalrat will die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen dämpfen. Das Massnahmenpaket 2 kommt ursprünglich vom Bundesrat Alain Berset. Er wollte die koordinierte Versorgung fördern, also Zusammenarbeit von verschiedenen Leistungserbringern. Allerdings mit viel Zentralismus und ausufernder Bürokratie. Das ist vom Tisch. Die Vorlage hat jetzt noch viele kleine Detailverbesserungen drin. Nicht nichts, aber auch nicht wahnsinnig viel. Zum Beispiel neue Preismodelle oder der vereinfachte Zugang zu Arzneimitteln. Meine Beurteilung. Die Vorlage zeigt exemplarisch, woran Fortschritte in der Gesundheitspolitik unter dem Bundesrat Alain Berset gescheitert sind. An seiner Ideologie. Sein Nachfolger muss Gesundheitspolitik neu denken. Sachlich und unabhängig von seiner Partei. Vermutlich könnte das jemand besser, der aus einer anderen Partei kommt als der Alain Berset. Auf wer achte ich nächste Woche? Einerseits auf die Mitte und die FDP-Nationalrat in der Rechtskommission. Bleiben Sie bei den Verschärfungen vom Justizvollzug. Dann aber auch aus den Rechtspolitikern von der SP und der Grünen. Lehnen Sie die Verschärfungen wie Ihre Kollegen im Ständerat ab und was sagen Sie dazu? Und dann nimmt mich Wunder, was die Gesundheitskommission vom Nationalrat mit dem Massnahmenpaket macht. Kommt gleich noch ein bisschen mehr raus oder bleibt es bei diesen Mini-Verbesserungen? Was sonst noch läuft? Die Umweltkommission vom Ständerat beratet das nächste CO2-Gesetz. Nach einem Jahr zum Klimaschutzgesetz müsste es eigentlich weitreichende Massnahmen enthalten, um die hohen Ziele überhaupt zu erreichen. Die Ständeräte haben die Behandlung des Gesetzes herausgezögert. Die Mitte und die FDP und einige Wirtschaftsverbände haben sich mit ihrer Zustimmung zu den Klimazielen in politische Geiselhaft begeben.
Ihr Dilemma ist jetzt klar. Entweder stimmen Sie harten Massnahmen zu oder Sie werden von links kritisiert. Sie haben nur ein Ziel befürwortet, aber lehnen die Massnahmen ab. Das war es wieder. Kurz und kompakt. Ein schönes Wochenende, sagt Dominik Feusi und bis nächste Woche. Bundeshausbriefing. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nebelspalter.